Kollegen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Darmstadt. Vor allem den Gästen aus Darmstadt herzlich willkommen. Dem Trainer Dirk Schuster. Dirk, herzlichen Glückwunsch. Ihr Kommentar bitte. Dankeschön. Ja, ich bin erstmal sehr glücklich und sehr stolz, dass wir dieses Spiel heute hier gewinnen konnten. Wir hatten uns auch vor dem Spiel einiges ausgerechnet. Wir wollten stabil aus dem Mittelfeldpressing immer wieder nach vorne, auch über eine schnelle Balleroberung und schnelle Gegenstöße Akzente setzen, wollten den Gegner da auch immer wieder auch ein bisschen verunsichern. Wir wussten auch, dass Duisburg zweimal verloren hat, die letzten beiden Spiele, dass sie nicht gerade die ruhigsten sind und dass sie mit Sicherheit von Anfang an versuchen werden, das Publikum hinter sich zu bringen und dann Druck auf unser Tor auszuüben. Aber ich glaube, wir haben heute sehr hoch und sehr aggressiv verteidigt und vor allen Dingen sehr aktiv verteidigt, sodass wir immer wieder auch zu Möglichkeiten kamen, die wir dann im Endeffekt auch in Tore umgemünzt haben. Ich denke, dass wir heute von unserer Mannschaft ein sehr gutes Spiel gesehen haben. Die Mannschaft hat so ziemlich alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Ich denke auch, dass die Tore zu sehr günstigen Zeitpunkten, die ersten beiden, für uns gefallen sind und dass es natürlich dann auch für uns es etwas einfacher gemacht hat, aus dieser etwas abwartenden Haltung schnell nach vorne zu spielen. Ich denke, dass die Mannschaft sehr viel investiert hat in dieses Spiel, dass sie auch immer wieder den Gegner attackiert hat, den Torwart angelaufen hat, sehr laufaufwendig gespielt hat und dass sie auch völlig zu Recht dieses Spiel gewonnen hat. Ich wünsche meinem Kollegen mit seiner Mannschaft natürlich für die restliche Runde alles Gute, auch weiter viel Erfolg und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dirk. Carsten Baumann, bitte. Ja, Dirk, erstmal Glückwunsch zum verdienten Sieg. Ich glaube, da brauchen wir nicht großartig drüber reden. Wir waren heute von Anfang an nicht in der Lage, heute Paroli zu bieten. Wir sind jetzt in einer Phase, wovon wir alle gehofft haben, dass sie nicht eintritt. Aber ich glaube, nach den zwei Spielen Dortmund zu Hause und Wien-Wiesbaden, die wir hätten gewinnen können, teilweise auch hätten müssen, ist es jetzt natürlich schwierig, wenn dann nach 11 Minuten schon wieder ein Gegentor passiert, den Kopf oben zu behalten. Wir haben gemerkt, dass die Mannschaft, die war im Kollektiv einfach nicht spritzig genug. Wir waren gedanklich immer zweiter Sieger, so sind auch die ersten Tore gefallen. Das waren alles zweite Bälle, die dann verwertet wurden. Und deshalb sind wir auch folgerichtig in Rückstand geraten. Insgesamt ist es natürlich nicht schön, wenn man zu Hause verliert, gerade wenn man auf die Art und Weise verliert. Ich glaube, wir haben auch nach vorne nur ein oder zwei Torschüsse gehabt. Spricht aber für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Und wir müssen durchhalten, müssen weitermachen und müssen zusehen, dass wir die Spieler möglichst frisch auf das nächste Spiel vorbereiten können. Es tut mir leid für die Fans, die heute wieder zahlreich da waren, die auch wirklich ihr Bestes gegeben haben, aber solche Spiele gibt's und solche Spiele sind in unserer Situation sicherlich auch teilweise zu erwarten gewesen. Dankeschön.